Hallo und herzlich willkommen auf startdrumming.de zur aktuellen Lesson of the Week. Heute gibt es wieder ein Groove-Tutorial auf Wunsch einer meiner Abonnenten. Der hat mich gefragt, ob ich mal was zu dem Song Life is Life von Opus sagen kann. Ja, kann ich. Ich kann mich auch noch daran erinnern, als dieser Song herauskam. Das war wirklich ein Ohrwurm. Nicht unbedingt meine Musik, aber das ist ja hier nicht entscheidend. Es ist so eine Art Reggae-Feel. Wahrscheinlich mag ich es deswegen nicht ganz so. Wir haben hier einen ganz simplen Offbeat Groove, den schauen wir uns auch gleich mal an. Jetzt kann man sich natürlich auch darüber streiten, ob man das jetzt in Achtel- oder in Sechzehntelnoten notiert. Ich habe das jetzt als Achtel Offbeat mit einer synkopierten Schreibweise hier notiert. Das heißt, ich habe Viertel auf der Bassdrum notiert und dann eine Achtelpause auf 1 und dann sind das Viertelnoten bis auf 4 und. Und das sieht dann so aus. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und und 3 und 4 und. Das ist wirklich nicht schwer. Das kann man immer im Vers spielen. Im Refrain kann man dann im Prinzip die Achtelnoten durchgehend spielen. Also 1 und 2 und 3 und 4 und. Die Bassdrum kommt auf den Viertelnoten wieder hinzu. 1 und 2 und beziehungsweise hört natürlich nie auf. Das spielt man eigentlich den ganzen Song durch. 1 und 2 und 3 und 4 und. Auf und haben wir dann noch die Snare dazu. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und. Dann gibt es noch ganz charakteristisch ein kleines Intro, das spielt man auf den Toms, das klingt dann so. Ja, das ist das hier. Jetzt, was ist das genau? Da haben wir im Prinzip auch so eine Art Synkopierung, beziehungsweise das ist eine Variante aus den Moving Accents mit zwei Noten. Die Lesson verlinke ich dir mal. Da haben wir genau dieses Beispiel. Das ist ein halbtaktiges Intro, fängt also auf 3 an, beziehungsweise auf 3 E und auf 4 E und 4 und haben wir zwei Noten zu spielen. Also einmal eine 16 und eine Achtelnote, dann habe ich nicht so viel Pausen. Ganz langsam gezählt geht das dann so. 3 E und die 4 E und die 1 E und die 2 E und die 3 E und die 4 E und die 1. Das kann man jetzt so üben. Ich würde das allerdings anders machen. Ich würde hergehen, einfach den Klang versuchen, dann mir einzuprägen. Das geht dann so. Einfach mal eine Weile üben. Da-dum, da-dum. Da-dum, da-dum. Da-dum, da-dum. Da-dum, da-dum. Da-dum, da-dum. Das war jetzt wieder die Kurzversion zur aktuellen Lesson of the Week. Hier habe ich dir die beiden Basisgrooves gezeigt und dann noch das Intro-Fill-In. In der Vollversion zeige ich dir, wie das dann als Einwürfe gespielt wird in einem zweitaktigen Groove-Kontext. Und dann zeige ich dir noch ein weiteres Fill-In und sage noch ein bisschen was zu den Varianten, die es da in dem Song gibt. Falls du dich dafür jetzt interessierst, kannst du jetzt hier ins i klicken, da findest du einen Link und kannst dich dann direkt anmelden. Das würde ich mich sehr freuen. Da gibt es natürlich noch viel, viel mehr Lessons, nicht nur diese hier. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit dieser Lesson. Nächste Woche geht es mit einem anderen Thema weiter. Bis dahin viel Spaß und nicht vergessen, start drumming!